Erinnert mich so ein bisschen an Dorian Gray. Können wir Cazador so auch besiegen? You truly forgot my power. Jetzt seht ihr sie? Jetzt nicht mehr. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Da starten wir mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir haben ja letzte Mal einiges gemacht, aber in erster Linie eine Nekromantin, eine kleine Nekromantin auf dem Friedhof getroffen und ihr mal beigebracht, wie man so richtig nekromantiert. Ich weiß, das ist kein richtiges Verb, aber egal, wir haben sie ihr trotzdem beigebracht, wie man die Toten auferstehen lässt. Und ja, jetzt wollten wir in Cazadors Schloss einbrechen für Styrian und das machen wir doch auch direkt mal. Ich glaube, so zaubertechnisch und so sind wir ganz gut belastet. Das sieht gut aus. Dann, ja, weiter geht's hier rein. Hi! This is the palace of Cazador Zar. Ja, ich weiß. Entry is forbidden. Leave now, citizen. Attack. The guard's words are clear, but spoken without thought or intent. Behind her eyes you see nothing. She must be one of the charmed thralls, as Astarion mentioned. Ich weiß nicht, ob da Intimidation oder Deception funktionieren würde. I'm here to kill Cazador. Einfach straight aus. Ich meine, wir können es mal probieren, aber wenn es ein Thrall ist, warum sollte das irgendwas bringen? 3. Ich glaube, das reicht genau nicht. Aber hey, wir haben ja noch Inspiration, also ist kein Problem. Roll again. Bitte höher als 3. Ja, 10 ist in Ordnung. Aber das sollte eigentlich nicht funktionieren. Whatever the master desires. Okay. Enter freely and of your own will. Hätte ich nicht erwartet, aber okay. Oh, und wir haben sogar den Schlüssel bekommen. Was ist denn hier mit der Ratte, eine Giant Rat? No. I don't think so. Good. Don't like when they change. Get big, hairy, mean. Make sure you stay away. Werwölfe? Seit wann verqueren Werwölfe denn mit Vampiren? Aber egal, wir sind jetzt auf jeden Fall im Schloss. Ohne, dass wir sogar irgendwen umbringen mussten. Wir hätten es getan. Hier steht, wir dürfen hier nicht rein, aber also, aufgrund des roten Symbols. Aber wir haben doch die Erlaubnis. Und sogar den Schlüssel. Warte mal, was liegt hier unten? Star Palace Servant Etiquette. Memorize these rules and do not fail to follow them. Do your jobs silently. Do not speak unless spoken to. The master likes it quiet. If you are not busy, find something to do and look busy. The master likes diligence. If you encounter the master, stand still and cast down your eyes with deference. The master likes to be respected. No whistling. Chamberlain Buffet. Okay, I guess. Traveler's chest. What's in here? So. Aber das soll uns nicht davon abhalten, sie aufzuknacken. Wie viel Leben hat die? Ja, ach komm, wir lockpicken sie. Ich weiß halt nicht, ob was verloren geht, wenn man es kaputt macht. So, was haben wir hier so drin? Ein Ring. Wow. Hat sich ja schon fast gelohnt. Ich glaube, das Lockpick ist teurer als das, was wir daraus erbeutet haben. Guten Tag, Cazador. Och, was. Vampires would be a safe bet. Hilarious. You belong on the stage. Perhaps the bloodstained sort with a hooded man standing by, axe in hand. Well. Och, ich wollte es noch zu Ende hören. Ich wusste nicht, dass das eine Loading Site ist. Hello. Weiß nicht, die sollten uns ja jetzt hoffentlich nicht angreifen. Hi. The master is pure. His palace must be pure. No stain, no smudge, no taint. Pure. Okay, whatever. Wo finde ich den Master denn? Wenn ich raten müsste, hinter dieser ominösen glühenden Tür.
Hat aber einen Arcane Lock, die können wir nicht lockpicken. But you can't see anywhere a key might fit. Only a small round hollow engraved with a family crest. Investigation, examine the hollow in the door. Bocken wir mal ein bisschen Bonus drauf. Ah, gerade so. Danke, Guidance. The indentation seems to be the right size and shape to fit a signet ring bearing the family crest. Asterion? History, try to decipher the text on the door. 25, da hätte ich noch mehr Bonus draufpacken sollen. Never mind, ich bin einfach ein Genie, was Geschichte angeht. It's written in archaic Kozikuren, a rare version of an already obscure language. There are inscriptions like this all over the palace. Cazador strictly forbade us from learning the language. You can make out enough to recognize an incantation, but the specifics elude you. You can tell you're missing something, though. You spot a reference to the family signet. Okay. Scheiß Arcane Door kann ich nicht aufspringen. Ja, dann werden wir uns hier mal ein bisschen umgucken, ne? Haben wir hier irgendetwas, was das... Okay, das ist gelockt. Was mit dem Family Signet versehen ist? Das hier sieht aus wie eine Geheimtür. Aber keine Rolls für irgendwelche Checks. Wir haben einen Shandy. Wir haben Gold und... Ballroom Door? Ist das die, wo wir rein wollen? Chamberlain Dufay, the Kozikuren dictionary we use to train new servants on how to operate the ballroom door has gone missing, and my signet ring alone won't do the job. Please have the servants sort this out. It shouldn't be my problem to solve. Gore. The note continues in different handwriting. Gore. The servants and I are thoroughly busy preparing for the master celebration. Get your bones out of the kennel and search every chamber on the vampire spawn level and quickly find that book. Das ist aber nicht dieses hier, oder? Hm. Sieht nicht danach aus. Aber das hier nehmen wir mit. Queen of Kingpins. Woran sehe ich denn dann, ob ich das Buch gefunden habe? Ich weiß doch nicht mal, wie das heißt, oder? Gehe einfach mal davon aus, wir durchsuchen jetzt erstmal den Palast. Kann ich die Tür hier auf? Ja, kann ich. Hi, sorry wegen der Tür. Rosewood Casket. Ist da jemand drin? I mean. Ist er wirklich tot? Okay. Dufay's Diary. Diary of Antoine Dufay, Chamberlain of Cazador's Palace. The final page of the diary reads, I know enough about what the master has in mind with his ritual that I refuse to be stand-in for that missing brat, Astarion. Even if Cazador finds my body, the potion bone cloaks sold me is promised to provide a convincing illusion of death. That, especially since I'll leave behind a look-alike potion of acid poison. My one regret is dear Luriana, but I simply cannot trust her with the secret of my one chance of escape. When the potion wears off, Cazador will have ascended and will have need of my services. Or he will be no more and mastery of the place will fall to me. Hmm. Was machen die beiden da? Gale? Shadowheart? Geht's euch gut? Ich weiß nicht, die spielen irgendwie Runde Catch oder so. Ach, da ist eine Wand. Ihr könnt ihn alle nicht mitnehmen, ne? Wir könnten ihn töten, also richtig. Aber nein. Wir lassen ihn hier erstmal liegen. Mich würde ja interessieren, ob... Scroll of Chain Lightning. Mich würde ja interessieren, ob hier Dingsabums da funktioniert auf ihn. Speak with the dead. Corpse is too damaged.
Ah, I don't think so. Nette Ausrede. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier finden wir da nicht viel. Seems like a good moment to talk. Guten Tag. Another guest for the Master's celebration. I'm afraid you're too late. You'll have to... Master Astarion? What are you doing here? Why aren't you downstairs? Okay, wir müssen anscheinend nach unten. Obviously, I'm on my way down now. So, if you could just point us in the right direction. But you're too late. The doors have been sealed. The ritual is about to begin. So unseal the doors and let us in. It's too late. Goody has sealed the doors and will not open them until the ritual is complete. Cazador gave the key to Goody. And where is this sadistic old sack of bones? It does not matter. You're too late. The master will be so angry that you missed the ritual. He will do such terrible, terrible things to you. I do not have any more time to waste. There is too much to do. Too much to prepare. Okay. Dann müssen wir wohl Goody finden. That door is saturated with necrotic magic. Ja, das kann ich sehen. Hi. Eyes are alert, verging on manic as she bustles about. Everything's got to be right for the master. Everything's got to be perfect. Aber wenn er ascendet, haben wir dann nicht ein Problem, weil ich glaube, das könnte ziemlich böse für uns ausgehen. Naja, schauen wir mal, was hier so drin ist. So weak. There's necrotic magic at work here. Toria. Ist das ein Curse? Ja, Shadowheart. Du hast doch was dafür, oder? Welches ist das davon? Das hier. Dann mach das doch mal. Das sieht doch schon besser aus. Aber warum habe ich jetzt nochmal Schaden bekommen? Der Curse war weg. Die hier hat einen Brief. Never once slept in. This is where I took our guests. I'd entertain them here until Cazador appeared and took them away. Bist du fertig, Styrian? Ich möchte gerne lesen. Died here, though. Something strange happened to that girl. Ja, ich versuche gerade herauszufinden, was. Das habe ich schon bemerkt. Danke, Styrian. Victoria, remember to read that ancient language book. You'll need to know some of the vocabulary to be able to move freely within the place. Palace, Father. Was hast du so zu sagen? Mit dir kann man wenigstens reden. The corpse does not respond. Ja, danke dafür. Someone there? Ja, probier das Ding zu öffnen. Ein Helm! Was macht er? When the wearer has 50% hit points or less, they have an additional bonus action. Okay, Astyrian, viel Spaß damit. Obwohl ich nie weiß, ob du dahin kommst, dass du so niedrig bist. Aber dein jetziger ist ja auch nicht viel besser. The number you need to roll for a critical hit. Das ist auch schon ziemlich OP, ne? Was hat Gale denn? Wobei, der kann das wahrscheinlich eh nicht tragen, oder? Es ist, wird wahrscheinlich Medium Armor sein, ne? Oder Light Armor. Kann er Light Armor tragen? Nein, das andere ist Heal. Also, wenn Gale das tragen kann, warum nicht? Der bekommt schon mal gerne. Der kann es anscheinend tragen. Es sieht aber so bescheuert aus. Hidet das einfach mal. Hide your shame, Gale. Hide your shame. Ja, keine Ahnung, haben wir hier sonst noch irgendwas? Warum hat der Korps nichts zu sagen, ganz ehrlich? Delirious Journal. Delirious Private Diary. Before I was Deliria, Vampire Spawn Slave to Cazador Sar, I was Dr. Deliria, Physician General to the Parliament of Baldur's Gate. Spawn or no, I'm still Dr. Deliria, and I will not submit to this lowly status.
The others say vampirism is a curse, but in my educated opinion it's a disease, and therefore must be vulnerable to medical treatment. I believe a massive infusion of fresh youthful blood may overwhelm the vampirism infection and enable my blood to heal. There's one potential source of such blood here, Victoria, the as-yet pure-blooded daughter of Leon Onofrio. Leon was a sorcerer before he was a vampiric slave, and has warned us not to prey upon Victoria, as he has imbued her with a counter-curse in the event of attack made... In the event of an attack made her a necrotic body trip, booby trip, as it were. I think Leon is bluffing. Ja, offensichtlich nicht. Die Sache ist, da ist aber auch niemand diesem Curse zum Opfer gefallen, offensichtlich. Aha! Das brauchen wir. Read. The book is a dictionary of the ancient Kosakuran language from the distant land of Karatur. Flipping through the pages, you find certain words and phrases underlined. Open, enter, beware, forbidden, sealed. It's Kosakura. Just like the symbols from that door. Ja, das brauchen wir. Jetzt brauchen wir aber noch so einen Ring. Und ich weiß nicht, wo wir den finden, aber wahrscheinlich auch hier im Palast, würde ich einfach mal behaupten. Okay. Ein Ambush. Aber wo? Der hier? Gott, ey. Können wir mit dir reden? So, ich ambushe euch. Ach, hi! Ich weiß nicht, ob wir den angreifen sollten. Hi, Gotti. I know you're there, Golly. Stop skulking and show yourself. You always were sharp, little one. Das ist ein Skelett? Sharp enough to cut yourself. It's taking everything I have not to grind your rotten carcass to dust. Don't be mad at Cody, child. I only did my job. Only kept you in line. You tortured us. For days at a time. Oh, yes. And you sang so sweetly for me. None of the others screamed like you did. But you're home now and you brought me a treat, eh? A new friend for Goldie. Ja, komm ruhig her. Lay a hand on me and lose it, Bones. Ich bin zwar nicht so der, der häufig für Intimidation geht, aber hier kann ich nicht widerstehen. Guidance hilft wie immer aus. Not very nice. Not very friendly. Why are you here then, little one, if not to see Goldie? We're here to see the master. But the ballroom door's locked. Give us the key. No, no, it is too late. The doors are sealed on master's orders. Goldie will not open them for anyone, much less for you. Weiß ich nicht, machen wir Deception oder ich glaube, es macht auch keinen Unterschied. Cazador gave me orders too. Astarion needs to be returned no matter what. 20. Ja komm, packen wir noch das Lack drauf. Ja, brauchen wir aber auch nicht. Goldie was wondering about that. Goldie knows the master was searching for Astarion. He must have forgotten Astarion was lost. Ja, natürlich. Here it is. Das wichtigste Ritual in seinem ganzen Leben wahrscheinlich. Und er vergisst einfach eins der, ja, Sachen, um es zu completen. Was haben wir denn hier noch so in der Kiste? Green Dye. Ja, warum nicht? Ich habe zwar noch nie was gefärbt. Ich könnte aber eigentlich mal damit anfangen, bevor es zu spät ist. Was haben wir hier denn so? Ich weiß, wir müssen nach oben, aber... Ich wollte mich gerne hier noch ein bisschen umgucken.
where the spawn were kept. When we were getting neither the cat nor the stick. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Looten. Aber ich glaube, das war's auch schon so ziemlich. Ich glaube, in diesen Wardrobes. Würde mich wundern, wenn da jemals was drin ist, was irgendwie sinnig ist. Hm. Die Sachen sehen schon ein bisschen besser aus hier. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Gold oder so? Oh. Leon's Diary. Wir nehmen auf jeden Fall mal das hier alles mit. Ich weiß nicht, wer Leon ist, aber ja. Diary of Leon Onofrio. Final page. Ever since the master turned me and forced me to bring Victoria along into this palace, I've had to be his best hunter just so I could stay in here with my daughter and keep her away from other spawn. I don't like the way Violet looks at her, not at all. When I ask the master what he plans to do with Victoria, Kazura just gives me that wicked smile. Next time I get out on a hunt, I must talk to Figaro to finalize the deal for Victoria's escape disguise. If only there's enough time before this ritual the master talks about. Ja gut, das weiß ich nicht, ob das da oben die echte Victoria war. Aber wir haben auf jeden Fall eine Tote gefunden. Und da sie ja mit einem Curse belastet war, ich meine... Es könnte natürlich eventuell auch die Fake gewesen sein, die mit dem Curse belastet war, weil was... Würde so einen Curse bringen, wenn sie tot ist. Das wäre irgendwie ziemlich schwache Countermaßnahme, aber wer weiß, ne? Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall hoch zum Ballraum und schauen mal uns an, was da so abgeht, wenn wir denn jetzt da reinkommen. Wo geht's hier überhaupt lang? Da. Meine Güte, das ist ja ein Labyrinth hier. The door remains sealed, with naught to see but strange writing and a small hollow. Looking closer, you recognize the writing. It's the same Kozakura script from the dictionary you found. Ja, dann press the Tsar signet ring against the hollow and read the door's inscription aloud. The ring slots perfectly into place and the door swings open. Open salami. Holy shit. Ja, ich weiß ja nicht. Sieht irgendwie ziemlich so aus, als wäre das Ritual schon vorbei. Ei! You can't be here. No one in, no one out. Ich bin aber reingekommen. You're new. Cazador never kept guard dogs before. The runaway spawn. You reek of the master's scent. Ja, wir sollen ja auch zum Ritual kommen. Come to master. Excuse me. I will not be ordered around my own house by some blowing mutt. We bring you to him. We get his favor. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn die versuchen, mich hier anzugreifen, oder beziehungsweise ich sollte versuchen, die anzugreifen. Es ist nur irgendwie ein bisschen doof, dass Dixis hier vorne wegsteht. Ja, wer ist denn von denen hier der Schlimmste? Eigentlich sind die alle gar nicht so schlimm und die Fledermäusen und Ratten, ich weiß nicht, was mit denen ist. Wir werden wahrscheinlich gegen keinen Advantage... Wir haben auch gegen alle irgendwie Disadvantage. Ja gut, die sind outside of normal range, aber... 65% Chance. Ich überlege gerade einen Dolchfächer, aber ich weiß nicht, wo ein Dolchfächer am meisten bringt. Eigentlich am besten hier so. Ich glaube, ich erweitere mal einfach den Weg zu Dixis von der rechten Seite. Auf der linken Seite sind nämlich nicht ganz so viele, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Die müssen jetzt halt entweder um den Dolchfächer drum rumlaufen oder durch ihn durch und viele davon sterben dann wahrscheinlich. Und dann kriegt der hier noch so ein... Oder hier vielleicht einer, die Ratte da. Q. Miss, auch Hysterion. Und dann laufen wir wieder ein Stück zurück. Der Imp ist dran. Ja, flieg doch einfach mal hier hin und probieren ein paar Ratten auszuschalten.
Je weniger von den Viechern, desto besser. Warum leben die noch? Weil die so viel Leben haben. Ob das so sinnig war, die zu charmen? Naja. Okay, Dixis. Ich glaube, ein Repulsor wäre hier gerade ganz angebracht. Das ist auch eine Bonus-Action. Dann mal auf Wiedersehen. Wer hat die Tür zugemacht? Und warum ist er jetzt hier mit im Kampf? So, und dann will ich natürlich wie immer meinen Hangar auf Hader machen. Den setzen wir einfach mal hier so rein. Viel Spaß damit, Leute. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was er hier will, aber am besten schaffen wir ihn mal aus dem Weg. Ich mache einfach mal hier so einen Rang 3. Dann ist er schon mal tot. Kommt von außen auch. Ja, Shadowhearted stelle ich mal in den Weg. Die hier müssen ja eh erstmal durch den Hangar und durch den Dolchfächer durch und sonst was. Gale? Gale macht Eisfläche. Damit ihr gegebenenfalls im Hangar hier ausrutscht. Und anscheinend Tür zu. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich, weil der Hebel von irgendwelchen Effekten getroffen wird, aber egal. Der Imp ist noch da. Da wollen sie hin. Naja. Tür auf. Einmal reinschießen. Am besten auf den, der hier direkt vorne steht. Und dann noch einen Schuss noch weiter hinten. Oder können wir irgendwen treffen, der... Styrian, wir wollen dich nicht in den Hangar reinlaufen lassen. Haben wir hier irgendwie Sicht auf ihn zum Beispiel? Ja, das sieht gut aus. Critical Miss, nice. Ja, dann machen wir doch einfach die Tür wieder zu und gehen so ein Stück zurück. Die wissen nicht so richtig mit sich anzufangen. Nimm, hau einfach ein bisschen um dich herum. Hau kaputt, was du kaputt hauen kannst. Und dann warte einfach mal. Was haben wir hier denn noch so? Wo sind eigentlich unsere neu gelernten Zauber? Oder müssen wir die, die müssen wir wahrscheinlich erstmal vorbereiten. Ja, dann sollten wir uns das auf jeden Fall gleich nochmal angucken. In der Zwischenzeit, der ist ausgerutscht. Könnten wir eigentlich mal unseren Imp ein wenig unterstützen. Bum, bum und bum. Brauchen keinen Lack. Das müssen wir uns aufsparen. Und Tür zu. Let's finish this, finde ich gut. Auch nochmal einen Rang 3er hier auf ihn. Weg damit. So, jetzt haben wir auch keine Probleme mehr. Und Gale will jetzt auch noch was hinzu tun. Ich glaube, der kann auch einfach so einen Eldritch Blaster reinballern. Wenn du irgendwo dran kommst, jedenfalls. Ist ein bisschen weit weg, ne? Selbst der Fuß ist ja doof. Ja, dann nimm ihn hier. Weißt was? Lass die Tür mal offen, dann kommen die wenigstens. Das war der Imp. Ja, kommt schon, wenn ihr euch traut. Aber dafür müsst ihr durch den Hangar durch. Und dann kann Styrian sowas Schönes hier machen. Und noch einen draufsetzen. Piu. Das tut weh, ne? Der Wolf dasht jetzt auch da durch. Ich glaube, die Dinger können Türen nicht öffnen. Ich weiß nicht, wie es mit den Werwölfen aussieht, aber... Die normalen Wölfe, das wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, bei ihm reicht ein Hit. Die anderen beiden ballern wir dann auf ihn. Aber dafür müssen wir noch einen Schritt vorgehen. Ungefähr so. Wir brauchen immer noch keinen Lack.
Und dann schauen wir mal, ob die irgendwas dabei hatten zum Looten. Er hatte immerhin einen Schlüssel. Ich glaube, so einen haben wir schon. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir den einfach mal mit. Die Werwölfe hatten wahrscheinlich gar nichts, ne? Nee, warum sollte denen noch irgendwer irgendwas anvertrauen? Und wer liegt hier? Partygast. Der hat auch nichts dabei. Ja gut. Der hat... zweimal get you in. Fancy, I've been invited to play at a party at the Tsar Palace tonight in their ballroom. Show the chamberlain at the door this note and he'll let you in to join me. Wear your best dress. Warum hat er das zweimal? Da wurde doch was kopiert. Cheat Music. Okay, können wir das spielen? Nicht? Sehr schade. Macht mal eine Short Rest, dass ihr alle voll seid und Dixus seinen einen Spellpointer zurückbekommt. Und dann müssen wir hier hoch. Gehen wir davon aus, ne? Iron Ladder. Crystal Vase. Wie viel wäre sowas wert? Steht nichts zu. Deck of Scrolls. The Butler's Cane has a knob on the end. Ist das irgendwas, was wir wissen müssen? Das sind wahrscheinlich nur irgendwelche Geschichten. Naja. Da ist ein Knopf, wenn ich das richtig sehe, oder? Klick. Hello, 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 Cazador. Der wird doch nicht hier oben hausen. Arkesh 1477. On my 13th birthday, I was summoned to the city palace by Uncle Cazador. Old Drizzle hitched the team to the best carriage and drove me to Black Dragon Gate, where I was met by porters and a litter to carry me through the upper city to Tsar Palace. The chamberlain was waiting to conduct me to the ballroom, a chamber mysterious to me as I'd never been allowed to enter it before. Amanita Tsar. Okay. Aber sind wir hier richtig? Wir sind hier irgendwie auf dem Dachboden, aber irgendwie ist das hier ziemlich abgeranzt. Also hier ist wirklich nichts, außer ein paar Särge. Ich glaube, hier hinter ist eine Tür. Kann das sein? Ein Knopf. Close enough. Sehr viele Geheimgänge. Aber ich weiß nicht, wo wir hin wollen. Hier geht's noch eine Leiter hinauf. Sollte man hier vielleicht eher von der anderen Seite kommen? Ich kann mit der ganzen Story auch nichts anfangen, weil ich keinen von diesen Charakteren kenne. Das führt doch bestimmt aufs Dach, oder? Ja, nicht ganz. Eine Pouch. Mit einem Silver Key und einer Loot. Was hinter diesem Gemälde hier wohl, also hinter dem Vorhang wohl ist. Erinnert mich so ein bisschen an Dorian Gray. Können wir Cazador so auch besiegen? Das wäre schön, einfach das Gemälde verbrennen. Mehr scheint hier nicht zu sein. Also irgendwie... irgendwas fehlt hier doch. Hier sind noch mehr Coffins. Aber da ist auch nichts drin, außer ein bisschen was zum Verkaufen. Oder Gold. Ich sage ja, irgendwie... das sieht mehr nach einem anderen Ort aus, wo man reinkommen könnte. Hier ist noch eine Tür. Eine Folterbank. Und ein Knopf. Oh. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. 251 Gold, I believe you. Das ist bestimmt nicht mehr. Natürlich. Das waren 251 Gold. Wer hätte es gedacht? Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich hier jetzt irgendwie eingesperrt. Das Ding bleibt anscheinend auch nur einen Moment offen. Was soll das? Lauf schnell raus, Dixus. Und die anderen auch. Die ist doch...
Komisch hier. Jetzt haben wir hier eine Schatzkammer gefunden, die kaum Gold hatte. Ganz ehrlich, da habe ich Gold bei dieser komischen Quest mit den Brieftauben mehr bekommen. What the fuck? Vielleicht hätten wir doch mit den Werwölfen gehen sollen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Ich meine, hier drüben ist noch eine Tür. Glaube ich. Doch 100 pro ist das hier ein Geheimgang. Kann mal jemand diese Wardrobe verschieben? Das geht anscheinend nicht. Hier drüben ist auch noch eine, die Office Hall. Ah, hier geht's auch weiter, okay. Was haben wir hier? Ein Dice. Ich weiß nicht, was ein Dice ist oder ob ich es überhaupt richtig ausspreche. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Party Planner. Ja gut, ist wahrscheinlich auch sehr unrelevant. Faustregel ist sowieso, wenn jemand nichts dazu sagt, dann ist es unrelevant. Meistens jedenfalls. Ja gut, wo kommen wir hier hin? You stand on a clean metal platform. A beautiful but antiquated elevator. There are some scuffs to show its age. Signs of things dragged onto it over the years. But it seems to be in good working order. Ja, dann. What in the hell's? I never knew this was here. This was always Cazador's private quarters. Only he ever came in here. Well, him and the unfortunate souls we brought to feed him. Können wir den benutzen? Descent into the depths of the palace. Den steuern wir anscheinend auch einfach mit der Kraft unserer Gedanken. Ich weiß nämlich nicht, wie der jetzt ausgelöst worden ist, aber egal. Aber hey, wir haben hier ein Portal. Ja, wo gehen wir als erstes rein? Cryptgate? Das da unten scheint nämlich verschlossen zu sein. What in the hells? I never knew any of this was here. Das ist schön. Aber wie kommen wir hier weiter? Nämlich eine Sackgasse. Wenn wir nicht in den Tod springen wollen. Und die sind alle verschlossen. Verschlossen, verschlossen. Ich meine, wir könnten hier runterspringen. Das würde aber wahrscheinlich wehtun. Das würde sehr wehtun. Muss doch noch einen anderen Weg geben. Das scheint mir irgendwie so forcemäßig zu sein. Womit ist das denn hier verriegelt? Just like the door to the ballroom upstairs, this door features no keyhole, but does have an indentation for a signet ring. Können wir die einfach öffnen? Machen das gleiche wie vorher? Open Salami? The ring slots perfectly into place. And the door opens, assailing you with pungent, musty air. Okay. Hier sind irgendwelche Gebeine. Und auf jeden Fall Loot. In dieser einen Truhe hier, in dieser kleinen, mickrigen Truhe, ist mehr Gold. Also oben in dieser ganzen Schatzkammer, wo 50 Truhen gestapelt waren, gefühlt. So, what the fuck? Außerdem haben wir noch ein paar andere Sachen. Was sind das hier für Remains? Letter to Morel Alcum. Morel Alcum, I suppose as you say that you have reason to be proud of the expansion of the vampire circle in your city. Of course. Katla is more homogeneous than Baldur's Gate, and you face fewer challenges from other factions and law enforcement, but still, I accept my kudos on your progress there. Enjoy your success while you can, Alcum, for I'm afraid that very soon it will be surpassed by a situation in Baldur's Gate, definitely so. I'm on the verge of a long-planned transformation that entirely changes the rules of the game. Too long have I been content to be merely a mage's city's vampire lord when I can be so much more, and I shall.
But that's all I say about the matter at present, young Alcum. After all, we mustn't give away the surprise entirely, Cazador saw. Okay, nehmen wir mit. The Guild, Hidden Rulers of what? Baldur's Gate. Okay. Hat unser Charakter auch nichts zuzusagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video immer gerne auf Stopp machen, um euch die Bücher hier durchzulesen. Mich interessiert es leider nicht genug. Wir haben hier richtig viele Bücher, die alles Mögliche ums Worldbuilding befasst sind, aber ja. The skull with a scroll clamped in its bony jaws. The skull's empty eye sockets flare with an eldritch gleam. You feel invited somehow to witness the skull's memories. It seems urgent. The skull's memories rise and unfold. Let them wash over you. The skull is all that remains of the vampire Velios. He turned Cazador, gave him the gift, and then taught him the rules of vampiric existence. Wisdom, concentrate on the memory. What is Velioth's first lesson? Guidance, alles, einfach alles drauf. Ich will das wissen. Na, hätte so viel vielleicht gar nicht. Oh, never mind. wenn beides nur eine Eins würfelt, dann schon. Velioth's first lesson is always to dominate. Allow none to be your equal. Velioth recalls when Cazador reached out to a former friend. His punishment was to watch as Velioth drained his friend dry. Concentrate on the memory. What is Velioth's second lesson? Jetzt müssen wir ein bisschen besser würfeln. Zum Beispiel nur 2. Die hilft uns viel. Inspiration! Velioth's second lesson is that power comes from solitude. To share with others is to be weak, and to be weak is to fail and die. Velioth recalls when Cazador rebelled against him. Cazador suffered 11 years of impalement because he failed. What is Velioth's third lesson? Na, komm schon. Das reicht nicht aus. Ich will eigentlich nicht meine ganze Inspiration hier verschwenden, aber naja. Was will man machen? 20 ist wunderbar. Velioth's third lesson is to act not in haste. A near immortal has time to plan. Time to act only when others will pay the price of action. Velioth recalls Cazador, his lessons learned, killing him in the rite of perfect slaughter. How they both laughed. Velioth recalls Cazador boiling the flesh from his skull, and then, to mock him, clamping his schooling scroll in Velioth's jaws. The skull's eyes flash a final time, and its jaws sag open. The scroll with all of Cazador's rituals is yours. Velioth is no more. Okay, und was steht in dieser Scroll? Alles, was wir gerade gelernt haben? Read. Unfurling the scroll reveals a list of foul rites and rituals, detailing all the ways death can be turned to one's advantage, or simply made more interesting. The rite of perfect slaughter, the liturgy of the dead, the sacrament of the damned, and many more strange accursed rituals cover the parchment. The final entry, however, is familiar. The rite of profane ascension. Oh, piteous dead, a ravenous dead. Immortality is your gift, but darkness is your prison, and hunger its gallower. The rite of profane ascension will release you. Walk in the sun, suffer not from hunger. Grow your power beyond anything you imagined. A pact has been made with the Lord of Hellfire. Deliver unto him 7,000 souls, each bearing an infernal mark, and you shall be free of your chains. You shall know true power.
deliver the souls, speak the words. Ecce Dominus, has animas offero in sacrificio. Nunc volo potestatem quam pollicitus is mihi. Okay, ein bisschen Latein. Können wir den mitnehmen? Also usen können wir ihn nicht mehr, aber mitnehmen können wir ihn auch nicht. Scrolls of Names. Names, thousands of them. Many of the surnames would be familiar to a Baldurian, though some of those near the beginning of the list are of families now long disappeared. This is a list of names of people dating back centuries, but continuing right up to the present day. Thousands of names. This couldn't be part of the ritual, could it? Who knows? Da stand jetzt nichts direkt im Parchment, aber naja. Ja gut. Nobles, politicians. If he controlled even a fraction of these, the city could be his, and no one would ever know. Vielleicht ist das ja auch so. Ich meine, man weiß ja nicht, was so hinter verborgenen und verschlossenen Türen so vor sich geht, ne? Schweige denn komplett in der Politik von größeren Städten. This door features no keyhole, but does have an indentation for a signet ring. Ja, pack das Ding da rein und mach die Tür offen. Und wehe, du sagst mir jetzt, das geht nicht. The ring slots perfectly into place, and the door opens, assailing you with pungent, musty air. Hello, hello, hello. Approaching the cells, you're met with hollow-eyed faces. There's an almost physical stink of decay and neglect. Is this how you used to live, Asterion? Hardly. Cazador didn't keep me in luxury, but I've never seen anything like this. How did they get here? What is Cazador doing with them? I should have guessed there was more to it than Raphael would ever have told. You. I know you. You're the one from the tavern. You smiled and joked and got me drunk. You're dead. You called me so many sweet things. My name sounded like a lyric on your tongue. Sebastian. You remember me. You were handsome. Shy. You'd never been kissed. You taught me how. And then you destroyed me. It can't be. Perception fail, na super. Who is he? It's not just him. I know so many of these faces. They're my conquests. I pursued them, seduced them, and brought them to Cazador. He told us he was feeding on them, but he turned them to spawn. He turned every last one so we'd have souls for this cursed ritual. How long? What? How long have I been down here? Das kann Asterion übernehmen. 170 years. You were one of my first. My family. My friends. They're gone. You took them from me.
You took everything from me. Dass er sich nach all der Zeit überhaupt noch an seine Freunde und Familie erinnern kann. Will set you free? Ich weiß nicht, ob ihm das so wirklich helfen wird. Und ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was Asterions Plan ist. Ich will mich da eigentlich nicht einmischen. We'll set you free. Free. We'll never be free while that monster lives. That's why we're here. To destroy Cazador. You can't. It's not possible. Where's the key to your cell? His staff. It controls everything. But he never sets it down. You'll never get it. Where is he now? The Grand Chamber. Just ahead. But even if you can kill him, what then? What happens to us? That depends on you. Can you control your hunger? I don't know. Trust me when I say I know the feeling, but you can resist the urge. Whatever you do, just do it quickly. I can't go on waiting. We'll be back. You have my word. Asterion. Gods above. He kept Sebastian. I should have known what Cazador was capable of. Ah, he's played us for such fools. Not just seven spawn to placate the devil. Seven spawn and 7,000 souls bound to them in blood. Everyone. Whoever trusted me enough to let down their guard, innocents, idiots, and the unlucky. It doesn't matter. I will need to sacrifice them all if I want to perform the ritual. Uff, it is Cazador's cruelty, not yours, to have kept them alive in this way. Thank you. Yes. This will all be over soon. It's just sickening seeing them again. I don't know what else. Ich weiß nicht, ob Asterion wirklich den Mumm hat, damit durchzugehen. Aber naja. Okay, hier kommt anscheinend das Battle gegen Cazador. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall speichern. Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Who stands before us? Is this truly our prodigal son? Wie habe ich ihn mir so nicht vorgestellt, aber keine Ahnung. Slouch before me, boy. Have you no respect for yourself? Look at you. Crawling back after abandoning your family. You should be begging our forgiveness. Ich halte mich da wie immer raus. Forgiveness. You've never forgiven anything. Every mistake, every slip was punished. I strove for perfection in all things, even those as imperfect as you. A pity you amounted to so little, despite my efforts. No. No. Fuck. And fuck everything you've ever done to me! Careful, Asterion. Don't lose your head. Do the cattle not know you, boy? Have they not seen your fits of temper? You son of a bitch. You truly forgot my power. You truly thought our bond as creator and creation was all that stopped you from killing me? Hmm? Oh, you are weak, my child. You are a small, pathetic little boy who never among
committed to anything. But today, you will finally do something worthwhile. You will burn, and I will ascend. Das ist nicht gut. Stop him! Get me out of this! Wie? Witness the birth of the Vampire Ascendant! Ecce Dominus! Fight on me if you must, but I am only growing stronger! Counterspell oder Psionic Backlash? Ich glaube eher Counterspell bei dem, was jetzt kommt. Ja. Ist die Escape? Was tut er denn? Ich würde es wirklich besser finden, wenn ihr nicht so nah hier rankommen würdet. Vielleicht war es auch ein Fehler, Asterion hier mit hinzunehmen. Jetzt fehlt uns nämlich ein Damage-Dealer. Was ist denn, wenn wir ihn einfach da runterkicken? So ab in den Abgrund. Können wir noch eins von diesen Viechern wegkicken? Leider nicht weit genug. Obwohl, hier drüben vielleicht. Hi. Er ist wieder da. Dann hätte ich es eher auf die schießen sollen, aber whatever. Dann wäre vielleicht ein guter Schachzug. Ich weiß halt nicht, was es bringt, diese Dinger da zu betätigen. Scheiße, wir können ja jetzt gar keinen Bonus-Spell machen. Das habe ich vergessen. Das ist schlecht. Aber egal, wir bleiben trotzdem einfach mal hier stehen. Gale. Ich weiß nicht. Haben wir irgendwie... Sind die immun gegen Poison? Poison Immunity, ja. Das heißt, das bringt uns gar nichts. Aber ja, dieser Cloud-Kill. Was könnten wir sonst noch so machen? Wir könnten hier einfach einen Ice Storm hincasten. Ich weiß halt nicht, ob es sinniger ist, halt alles auf Kazador zu schießen. Oder ob wir die hier halt vorher ausschalten sollen, weil er braucht ja nur so und so lange, bis er das Ritual vollendet. Können wir die vielleicht einfach runterschmeißen? Indeed. Ja, könnten wir. Mit einer Shockwave Rang 1 auch. Auf Wiedersehen. Weil ich glaube, das ist der meiste Schaden, den wir anrichten können. Deswegen habe ich mich eigentlich auch hier neben gestellt. Damit ich mit dem Repulsor die halt wegschießen kann. Kommt ruhig alle hierher. Hängt ihr ein bisschen Damage und dann schmeiße ich euch gleich alle weg. Was machen wir mit Shadowheart? Wahrscheinlich Guardian, Spirit Guardians mit Radiant Damage. Am besten Rang 5. Geht das überhaupt? Nee, geht eh nicht. Naja. Ja, geht schon. Dann mach einfach mal Rang 5. Und dann lauf einfach mal an denen hier allen vorbei. Soweit du eben kommst. Und dann brauchen wir, glaube ich, nichts mehr machen, außer vielleicht Howl of the Dead. Gale eingeschläfert. War das schon ein bisschen unfair, dass er sich einfach wieder hoch teleportieren konnte? Alles klar. So, und ihr sagt jetzt alle schön mal goodbye, würde ich sagen. Und jetzt ist die Frage, ich weiß halt nicht, ob ich die weiter schleudern kann, wenn ich einen Double Tap mache. Probier es einfach mal.
Oh, der war schon tot. Auch interessant. Ich weiß nur leider nicht, wie wir Styrian hier raus befreien sollen. Requires Action. Kann ich den einfach so da rausholen? Was passiert, wenn wir einen von denen töten? Ist auch eine Frage. Oh, Counterspell. Ich weiß halt nicht, was sie da machen wird. Eyebite panicked. Was macht das? Fear. Ach, wir machen mal einen Backlash. Wir wurden eh gesaved. Da stehst du perfekt. Das ist nicht gut, wie viel Schaden er macht. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, du geh mal fliegen. Und ihr geht auch alle weg von mir am besten. Ihr nervt nämlich. Und dann muss ich hier rüberlaufen. Die hauen einfach weiter auf die am Boden liegenden drauf, ey. Das war's mit Gale. Da kommen immer mehr Fledermäuse, ist auch das Problem. Es ist wunderschön, dass du so alive feelst, aber mach bitte auch was. Es waren noch keine 7 Runden. Sorry, Styrian. Okay, wir müssen anscheinend sofort zu Styrian. Dann probieren wir das doch mal aus. Sieht ja wunderschön aus. Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht mehr gewinnen, aber ich glaube, wir können auch nicht gewinnen. Abgesehen davon, was der da so rumtreibt. Diese Form ist irgendwie ziemlich OP, kann das sein? Ich weiß nicht, was die Copy so kann, aber... dass es einfach schon mehrere Leute gibt, wo die draufhauen müssen, ist ziemlich krass. Können wir ihn jetzt nicht einfach da runterschmeißen? Verfehlen die Copies immer? Ne, die können auch hauen. Die erzeugen einfach ganz viele Copies von mir. Viel Damage könnt ihr gar nicht machen. Es sei denn, ihr findet heraus, wer der echte ist. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Ja gut. Laden wir das Spiel doch einfach nochmal neu. So, ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall anmerken müssen, ist, wir müssen Styrian sofort da rausholen. Und wir dürfen... also, es bringt nichts, ihn darunter zu schubsen, was ich irgendwie schwachsinnig finde. Aber naja, es ist halt so, wie es ist. Kommen alle hier hin. Das könnte optimal sein für eine Dingsterbumster. Aber ich probiere erstmal sofort zu Styrian zu kommen. Unreached Destination. Ja, das wollen wir nochmal sehen. Ich kann ja fliegen. Wir haben ihn rausgeholt. Das ist ja wunderbar. Und jetzt könnten wir gucken, ob wir vielleicht sogar noch einen... nee. Ich
glaube, wir können hier nichts mehr machen. Das Einzige, was vielleicht gehen würde, wäre so ein Mind Blast. Oder wir geben uns direkt in die Beast-Dings rein. Ich glaube, das wäre sinnig. Ich glaube nämlich nicht, dass man durch das schwarze Loch die runterschmeißen kann, oder? Nee, ich glaube, wir geben uns direkt in die Beast-Form. So, Gale, es wäre schön, wenn du dich teleportieren könntest, weil ich weiß nicht, wie wir dich hier durchkriegen sollen. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du einfach weiter zurückgehst und die alle kommen lässt. Das wäre... Wir müssen irgendwie hinter die kommen. Ansonsten können wir die dann nicht runterkicken. Es wäre halt vielleicht besser, wenn wir sie baiten und noch ein bisschen aus dem Kampf rausziehen weiter. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Erstmal weiter zurücklaufen. Shadowheart, du ziehst dich am besten auch zurück. Und machst hier einfach mal so einen Moonbeam rein. Der will auch darüber kommen. Absorb Element. Können wir den hier schubsen? Nein, it's too heavy. Aber wir sind auch noch nicht in Range für... Ich weiß halt nicht, ob es gut wäre, die hier abzuschießen. Weil wenn wir die kaputt hauen... I don't know. Können wir hier rüberspringen? Nein, ist zu weit weg. Ja komm, wir versuchen die einfach mal zu befreien. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich ist es auch nicht gut, aber ich habe jetzt schon angefangen. I don't know. Ich meine, Assyrian braucht ja die Opfer. Aber wir müssten dann auch Kasador irgendwie da einspannen. Rutscht alle schön hier rüber. Das ist genau das, was ich will. Poison Strike brauchen wir nicht. Dann kann ich euch nämlich alle gleichzeitig gleich da runterschmeißen. Oh, die anderen hauen ab. So, wir tauschen jetzt erstmal hier. Und machen noch eine Illusion hier hin. Wie viele kann ich gleichzeitig mitnehmen? So anscheinend die meisten. Ich weiß nicht, was mit der Kamera war, aber das war irgendwie so Comical-Effekt so. Jetzt seht ihr sie? Jetzt nicht mehr. Das war ja wunderschön. Auch weiter nach oben, Gale. Wir haben keinen Grund, hier unten zu verweilen. Oh, das war ein Fehler. Nevermind. Kasador rettet dich. Dolchfächer. Kann ich irgendwie. Ich kann alle Feinde treffen. Das ist perfekt, haben wir uns hier aufgestellt. Und dann kannst du ihn beißen? Das ist ja wunderschön. Aber er kriegt irgendwie keinen Schaden. Aber das macht nichts. Und wir erstellen mal einfach weiterhin Kopien. Kann ich zufällig mit dem tauschen, oder? Never mind, I guess. Jetzt ist... Oh, sie steht hier rum, aber... I don't know, was das bedeutet. Mysterion, was machen wir mit dir? Kannst du ihn hauen, eventuell mit sowas? Nein, kannst du nicht. Wir könnten ihn normal hauen, aber warum kannst du ihn nicht hauen? Haben wir keine... Wieso haben wir keine Disadvantage? Wir sind happy. Hm. Ich meine, wir kommen hier ja eh nicht weg. Und schaffen können wir ihn wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Nein, dann hau ihn mal kaputt. Ich displace hier mal weiter. Kann ich mit Kasador displacen? Und dann lassen wir euch hier noch so ein Ding da. Ich sag ja, ich werde einfach so viele Dinger hier erschaffen, dass die überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Ich meine, die Dinger machen nicht sehr viel Schaden, bewegen sich nicht und haben auch eine sehr geringe Trefferchance, aber sie sind da. Aua. Okay, Assyrian, ich gehe mal davon aus, du kannst weiter auf ihn draufhauen.
Was anderes haben wir nicht zu tun. Ja, Warcaster Spell. Schöner Schock. Und nochmal schön Rauchgau und nochmal schön. Ich hit bei null? What the fuck? Und wir müssen. Ja komm, wir schmeißen Kassador einfach mal darunter. Einfach weil wir ihm Schaden machen damit. Tschüss. Das müsste ihm zumindest ein bisschen. Selbst wenn es ihn nicht tötet, das kann ich ja noch irgendwie verstehen, weil das ein bisschen sehr harter Cheese wäre. Aber es müsste ihm zumindest Schaden machen. Finde ich ein bisschen unfair, dass es das nicht tut. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit ihm so richtig machen soll. Die scheiß Fledermäuse, dass das doch immer mehr werden. Ich weiß nicht, was ich mit denen anzufangen habe. Ja gut, so langsam macht mir das ein bisschen Probleme. Okay, der wird durchs Feuer auf keinen Fall sterben. Das Problem ist, dass die halt keinen Schaden bei ihm machen, was ein bisschen doof ist irgendwie, weil die treffen zumindest die Werwölfe. Ich weiß auch nicht, was er da tut. Ray of Frost. Lass das mal bitte sein. Kassador fliegt. Kassador attackiert da irgendwie ein paar Dinger. Ich glaube zwar nicht, dass ich noch eine Chance habe alleine, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Perfekt. Charm. Kann ich ihn überhaupt charmen? Anscheinend schon. Jetzt weiß er nämlich nicht mehr so richtig, was er machen soll. Die ganzen scheiß Fledermäuse. Okay. Kannst du das denn überhaupt mit 7 Leuten nur? Aua. Warum geht's noch weiter? Aua. Es sind alle tot. Ich meine, er hat Tyrion aufgehoben, weil er ihn braucht. Er hat ihn wieder drangebunden. Und jetzt führt er gleich das Ritual aus und dann ist vorbei. Yep. Ich habe nicht gesehen, dass er ihn aufgehoben hat. Aber gut, ich würde zwar gerne noch diesen Kampf hier beenden, aber ich weiß erstens nicht, ob ich das schaffe. Und zweitens dauert das hier schon ganz schön lange. Sonst nehme ich immer nur eine Stunde auf. Jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde 40 Minuten. Also ja, müssen wir leider aufs nächste Mal verschieben. Der Palast hat halt ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen und story-wise haben wir auch viel im Keller dann noch herausgefunden. Und ja, nächstes Mal stellen wir uns an Kassador hoffentlich richtig, sodass wir ihn besiegen. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Eigentlich dürften wir ja auch die anderen nicht töten. I don't know. Vielleicht muss ich mich doch komplett auf Kassador fokussieren, aber mal eben so 200 Damage rauszubursten, ist jetzt auch kein leichter Akt. I don't know, vielleicht versuchen wir es mal mit dem Überraschungsangriff. Aber ja, damit bedanke ich mich immer erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin, bye bye.